Hier ein Fertigstellungsvideo von einer Trockentoilette, Trockentrenntoilette, wo ich euch ja schon vorgestellt habe in einer meiner letzten Videos und habe ja angeregt oder angedeutet, dass wir das hier in einem Tonneau verbauen. Das haben wir jetzt hier gemacht. Da sind wir jetzt auch gerade fertig geworden. So schaut jetzt letztlich das fertige Produkt aus. Was haben wir hier anders gemacht? Weil wir müssen natürlich die Toilette leicht schräg verbauen, damit man auch dementsprechend sitzen kann, aber immer noch genug Platz haben, wie ihr seht, damit man auch duschen kann. Also es funktioniert mit dieser Toilette einwandfrei. Wir kommen auch hier seitlich super an die Kurbel ran, zum Kurbeln, weil wir haben hier ja eine Toilette mit dem Mahlwerk da drin. Mahlwerk. Ja, mit der Kurbel, wo das Ganze verteilt und zermalmt. Und dann haben wir innen drin den Urinbehälter. Und hier hinten, weil ja das eine Nasszelle ist, haben wir alles sauber wieder abgedichtet mit Edelstahlplatten. Unten Edelstahlplatten, den Sockel gebaut, wie gesagt. Unten wieder sauber versiegelt, damit hier keine Feuchtigkeit durchläuft. Hier oben haben wir den Schalter montiert für den Lüfter, wo man einstellen kann. Also ihr seht, aber wenn man dahinter guckt, so haben wir dann die Platte dahinter gesetzt, damit das alles dicht wird und eben alles sauber ausschaut. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. So kann man anständig sitzen, kann sein Geschäft verrichten und schaut echt klasse aus. Technisch überhaupt kein Problem. Man muss halt nur die alte Kassette rausnehmen. Jetzt machen wir hinten die Klappe noch schick. Da zeige ich euch gleich, wie das ausschaut. Da haben wir natürlich ein paar Veränderungen machen müssen, die Wasserleitung abdichten müssen, damit da nichts passiert. Ja, und schon ist Projekt Trenntoilette im Tonneau fertig. So einfach geht es und ist eigentlich relativ unkompliziert zu verbauen. Also Arbeit ist es natürlich schon ein bisschen, es dauert natürlich, aber es ist durchaus machbar und finde ich, schaut auch ganz toll aus. Wie die alte ausschaut, bitte nicht wundern, hier in der Werkstatt schaut es noch ein bisschen aus. Hier haben wir die alte Toilette noch stehen, klar, die ja drin war. Die haben wir ausgebaut und dann eben den Sockel reingemacht und die Toilette eingesetzt. Und jetzt schauen wir mal mit euch ums Eck, wie das Ganze hinten drin ausschaut. Da haben wir hinten dann das Blech und dann wird dementsprechend hier noch die Kabelei sauber gemacht, damit es anständig verbaut ist und schon ist das Thema zu. Das ist der Sockel, hinten natürlich mit Holz unterfüttert, damit es sauber sitzt. Hier hinten der Motor für die Entlüftung. Alles soweit perfekt. So, dann schauen wir nochmal rum. Hier liegt auch schon das Füllmaterial, wo man dann entsprechend in die Toilette reingibt und dann eben mit der Kurbel sauber vermalen kann. Hier haben wir noch zwei Sprühflaschen dabei, das sind so Reinigungsflaschen, damit man dementsprechend auch die Toiletten spülen kann, sauber machen kann, damit das alles auch hygienisch wunderbar funktioniert. Dann hier vorne auch nochmal die Anzeige für den Urinbehälter, damit wir wissen, wann wir den entleeren müssen. Die Kunden haben sich ja gleich noch einen zweiten bestellt, damit, falls er mal voll ist, unverhofft kommt oft, dann kann man den einfach schnell austauschen. Dann haben wir einen zweiten Urinbehälter dabei. Das ist dann auch perfekt. Im Großen und Ganzen ein knappes, kurzes Video. Gut gelungen. So ist der Einbau. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage vielen Dank fürs Like und für jedes Abo. Bis bald aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.